Das macht mir Angst, ja. Geil ist es nicht. Ach, jetzt sind wir auf der anderen Seite. Das ist ja praktisch. Da geht's nicht weiter. Da müssen wir rein. So, jetzt ist die Frage. Die Musik ist wahrscheinlich jetzt auf dieser Seite, aber wir können ja nicht rüberspringen. Heißt also, müssen... Erstmal hier horchen. Zum Bewegen L nutzen. Zum Bewegen von Objekten L nutzen. Mal jetzt aber jetzt nicht den Balken zum Beispiel, ne? Nee. Jetzt müssen wir ja noch nichts bewegen. Oder doch? Was passiert, wenn wir hier reingehen? Dann landen wir da. Okay, das ist schon mal verkehrt. Ich weiß nicht, was wir hier mit L machen sollen. Mit L sollen wir irgendwas verschieben, aber was? Irgendwas müssen wir hier mit L verschieben, sonst werden wir immer im Kreis laufen. Bewegen von Objekten. Nein, ist aber nicht die Tür, ne? Dass wir die Tür ausnahmsweise mal zumachen müssen. Mit L bewegen. Irgendwas müssen wir hier bewegen. Irgendwas müssen wir hier anders machen, sonst... Wir werden sonst hier immer im Kreis laufen. Aber hier ist doch nichts zum Bewegen. Hat das irgendwas damit zu tun? Verstehe ich gerade nicht, wo wir hier was... Ich denke mal, das geht um den Balken, oder? Es muss ja irgendwie um den Balken gehen. Das ist das Einzige, was mir jetzt gerade einfallen würde, was wir hier machen können. Ja, alles klar. Ja, alles klar. Alles klar. Ich höre die Musik nicht mehr. Wer ist die Musik?
Let's Hummus, Gott. Ich höre da jemanden atmen. Das ist Six. Die große Six. Die mutierte Six. Vielleicht sind wir auch in Six-Traum. Vielleicht ist auch Six jetzt in dieser Szene auch gerade der Gegner. Ich gehe dann mal. Ich glaube, das ist nicht die Six, die wir kennen. Und ich will nicht hoffen, dass es die Six ist. Six. Wollen wir nicht ein bisschen reden? Ich komme in Frieden. Six. Ich tue dir nichts, Six. Ich bin auf deiner Seite. Hallo. Hallo, Six. Six? Rufen. Ach, rufen. Ich weiß nicht, ob das so ehrlich gesagt so gut ist. Ich versuch da mal ranzukommen. Ich versuch mal an ihr vorbeizuschleichen. Kann ja sein, dass wir nach links weg müssen. Ach, du grüne Neune. Wir haben Hammer. Wir sollen sie jetzt aber nicht hauen, oder? Oder wenn wir nicht, ich glaube, wir müssen die Spüler, glaube ich, kaputt schlagen. Hoffe ich. Jupp, müssen wir. Und ich glaube, jetzt kriegen wir ein richtiges Problem. Oh, ich glaube, wir sollten laufen. Ich habe das Gefühl, wir sollten laufen. Wir haben, glaube ich, jetzt richtig schlechte Karten. Tschö. Ich bin noch lieb, ich bin noch lieb. Noch lieb, okay. Und ich bin tot. Okay. Lauf. Aber warum hat er jetzt... Ich muss ihn nicht verstehen. Moin. Tschüss. Oh. Warte mal, erstmal verstecken. Ich glaube, das ist nicht die echte Six. Ich hoffe, dass es nicht die echte Six ist. Das ist irgendeine Traum. Ich hab dich nicht unbedingt lieb. Mutation, keine Ahnung. Dass wir an die Axt kommen. Upsa. Und wir haben die Axt wieder mitgenommen. Heißt, wir müssen wieder raufhauen, bis die kaputt ist. Oh. Gut, rufen sollen wir sie nicht. Weil die Axt wird ja für einen bestimmten Grund ja da sein. Ich laufe mal erstmal ins Nebenzimmer. Okay, oder auch nicht.
Alter Schwede, soll ich sie mit der Axt hauen oder nicht? Wenn wir mir jetzt zu nahe kommen, dann haut sie uns die auch gleich kaputt, oder? Ja. Nee, Moment, halt, Moment, wir schocken sie ja gleich. Moment, ich habe eine Idee, ich habe eine Idee. Wir schocken sie in dem Moment. Sie lässt erstmal die frei und dann rufen wir sie. Nein, oder auch nicht. Das ist, glaube ich, alles eine Sache des Timings. Okay, auch nicht zu lange warten. Hinlaufen wir einfach draufhauen, ja? Ja, vielleicht kann das so sein. Nee, einfach hinlaufen, drauflaufen, hauen ist nicht. Wir müssen sie im richtigen Augenblick, müssen sie, glaube ich, anschreien oder rufen. Aber wir fallen doch vorher schon tot um. Sofort zu. Die haut sofort zu. Was passiert, wenn du vom Durchgang rufst und dann durchläufst? Ja, können wir probieren. Super Idee. Super Idee, dankeschön. Super Idee, danke. Danke. Wäre ich jetzt so nicht drauf gekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja gut, es macht Sinn. Klar, du bist auf der anderen Seite, dann krabbelt sie dahin. Ja, es macht. Sie läuft und krabbelt ja dahin, wo man gerufen hat. Ja, macht Sinn. Hätte man drauf kommen können. Und Walheim-Fiemer. Ich weiß zwar nicht, ob wir hier die Tür einschlagen sollen. Ich muss trotzdem mal. Oh fuck. Alles klar? Yeah. Wo will ich sie denn haben? Ich will sie ja eigentlich oben rechts haben, ne? Nee, Moment, ich will sie nicht. Ich muss ja unten links. Warte mal, erstmal gucken, wo ich überhaupt rauskomme. Erstmal gucken, wo ich überhaupt rauskomme. Ich komme da wieder rein. Okay, pass mal auf, dann machen wir es folgendermaßen.
gleich pulverisiert. Das muss auf jeden Fall... Da kommen wir da lang. Das reicht nicht. Das reicht nicht. Wir müssen, glaube ich, zweimal rufen. Wir laufen jetzt einmal nach rechts, rufen sie, dann kommt sie nach vorne. Dann holen wir die Axt, rufen sie dann nochmal, laufen nach links. Ja, mal gucken, das könnte passen. Das könnte funktionieren. Das ist nur Six geworden. Völlig seelisch verstummelt, das kleine Mädchen. Die Arme. Muss einfach vielleicht nur mal in den Arm genommen werden. Vielleicht will sie auch einfach nur ein paar Kekse und Kakao. Oder schwachen Hals. Oh, das ist die nächste Axt. Oh, Gott. So, jetzt sind es wahrscheinlich 6 Türen. Das können jetzt eigentlich nur noch 6 Türen sein. Oder 8 oder 12. Ach, jetzt liegt die Axt woanders. Ach, ein schönes Ding. So, einmal kurz geguckt. Wir müssen wahrscheinlich wieder da lang. Moment. Mal kurz überlegen. Wenn wir da rumlaufen, läuft sie da lang. Dann spawnen wir da, dann können wir die Axt holen. Ja, es wird aber zeitmäßig nicht reichen. Mal kurz überlegen. Wir müssen da zu der Axt. Da werden wir nicht hochspringen können, dann von rechts. Können wir hier auch nicht hochspringen? Ja, können wir hochspringen. Hat er sich für irgendwas anderes geschnappt? Ah. Oh, was ist denn hier los? Du dumme Sau! Probieren wir es nochmal. Vielleicht waren wir einfach nur zu langsam. Ja, klar doch, mit dem Ellenbogen. Na sicher. Na sicher doch. Na klar, mit dem Ellenbogen. Scheiße, wie komme ich da jetzt hin? Ich glaube, wir müssen andersrum laufen. Wir müssen von der Seite aus... Was komme ich da denn hin? Die wird uns wahrscheinlich kaputt hauen, wenn wir hier hochlaufen, oder? Da kann sie durchgreifen. Wir machen das andersrum. Nimm die Axt, nimm die Axt, nimm die Axt! Hui! Mist. Ja gut, unten kann sie längs greifen. Die Axt haben wir ja schon mal. Eigentlich müssen wir...
Ich will hoffen, dass wir jetzt von oben rechts aus ranlaufen können dürfen. Komm mit! Tschüss! Na, das war blöd. Da haben wir sie gerufen. Dann haben wir sie da oben gerufen, genau. Oh, scheiße. So. Jetzt müssen wir irgendwie wieder dahin kommen. Ja, warte mal, ich habe eine Idee. Dann laufen wir wieder da lang. Nein! Nein! Du sollst da hochspringen! Oh, das geht also nicht. Das ist auch toll. Oder das müssen wir hier lang. Das ist ja auch ärgerlich. Wir können mit der Axt hier auch gar nicht. Oder müssen die werfen? Können wir die Axt werfen? Nee, können wir nicht. Und ihr scheiß Mann! So, hol dir die Axt, mal das Ding endgültig kaputt. Vielleicht ist es ja die echte Sex und wir können dir noch helfen. Komm, hol dir die Axt. Hol dir die Axt, komm. Da können wir nicht hin, ne? Gut, das heißt, wir können jetzt noch frontal reinlaufen. Ups. Jetzt ist das Ding endgültig kaputt. So, jetzt ist das Ding im Arsch. Aber Six scheint wieder... Sie scheint wieder heile zu sein. Oder auch nicht. Mal ein Tipp. Ich würde mich da vielleicht mal ein bisschen verpieseln. Jo. Ja, bin ich wieder falsch abgebogen? Ja, ich bieg auch wieder. Ja. Ja, weil ich dann wieder in irgendwelchen Ecken hängen bleibe. Oh, Alter. Komm, 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 lauf, 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 mein Freund, lauf, mein Freund, lauf, mein Freund, Alter. Warte, das war knapp, das war elend knapp. Oh. Zieh dich hoch, komm, 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 diese dreckigen Augen. Lauf. Diese Glubschis! Na komm, steh auf, Kleiner! Lauf! Oh oh! Oh oh! Das wird
Elend, knapp. Das wird richtig knapp. Ja gut, vielleicht war das jetzt nur diese... Lass jetzt nicht los. Nein. Nein. Die kleine... Ja, ich fühle mich etwas beobachtet. Vielleicht konnte sie sich auch nicht, dich auch nicht festhalten. Doch. Das konnte sie die ganze Zeit und jetzt auf einmal nicht mehr. Die ganze Zeit konnte sie uns festhalten. Und man hat ja gesehen, dass sie so extra so die Hand noch so weggezogen hat. Also eher so, ne, aufgegeben hat. Ist er größer geworden? Täusche ich mich gerade oder ist er gerade größer geworden? Eben hat er noch so kleine, schlanke... Der wächst tatsächlich. Der wird erwachsen. Der wird erwachsen. Der ist ja gleich selber so ein Slenderman. Habe ich mir gedacht, dass er gleich einen Hut auf hat.
Errungenschaft freigeschaltet, Signalstörung. Das war wohl jetzt das schlechte Ende. Noch jetzt noch mal bitte das gute Ende spielen. Ich glaube, da gibt es keine verschiedenen Enden. Da gibt es, glaube ich, keine verschiedenen Enden. Ja, wie es auch gerade schon im Chat steht, ich bin, so geht es mir wahrscheinlich dann auch genauso wie euch, genauso verwirrt. Ja. Das Einzige, was mir jetzt gerade so mal so auffällt, ich meine, wir haben ja, als wir das Spiel gestartet haben, waren ja von Anfang an immer irgendwo irgendwelche Fernseher zu sehen. Wir hatten zwar zwischendurch dann auch mal, ne, so das Krankenhaus, Schule und so weiter, es wird irgendwo miteinander zusammenhängen. Ich kann mir vielleicht vorstellen, weil das gerade so eine Themen waren wie Schule, Krankenhaus. Was war denn die erste Mission? Lass mal kurz überlegen. Die erste Mission war, da hatten wir den Kerl mit der Schrotflinte. Wir hatten den Kerl mit der Schrotflinte, der so ein bisschen aussah wie so eine Vogelscheuche. Und dann hatten wir, glaube ich, die Schule. Dann hatten wir, glaube ich, das Krankenhaus. Das Krankenhaus. Und dann kam der, der Fernsehheini. Dann kam Six. So. Vielleicht hängt das alles irgendwie, das hängt ja garantiert irgendwie alles miteinander zusammen. Fakt ist aber auf jeden Fall, zum Ende hin, dass er fallen gelassen worden ist von Six. Und dass er wahrscheinlich, ja, vielleicht ist er auch einfach nur erwachsen geworden. Oder irgendwie hat er eine Psychose entwickelt, das ist schwierig. Also ich könnte das jetzt nicht so richtig zueinander bringen, wie er jetzt mit Six zusammenhängt. Aber ich glaube, das ist vielleicht auch, vielleicht ist das ja auch mit eines der Ziele des Spiels, dass du einfach dir einfach darüber Gedanken machst. Es gibt ja durchaus Filme und Spiele, die gar nicht wollen oder die gar nicht so ein definiertes Ende haben wollen, sondern die einfach zum Überlegen vielleicht anregen wollen. Die einfach nur, ne, dazu anregen wollen, dass du überlegst, Mensch, wie könnte das sein? Wie kann das alles zusammenhängen? Nichtsdestotrotz würde ich immer noch mal sagen, das sind vielleicht irgendwo irgendwelche Kinder Albträume. Aber wie passt das zusammen? Wir haben Six gerettet. Six haben wir gerettet. Six haben wir gerettet. Vielleicht war Six auch unsere Freundin irgendwo. In Kindheitstagen. Und hat man vielleicht war man vielleicht in der Schule irgendwie zusammen, also jetzt nicht zusammen, sondern ne, so als Freunde halt. Das kann auch nicht sein. Das wollen die aber nicht, wollen andere Sinne. Ja, es ist echt. Aber ich fand das Ende insofern gut, weil so dieser Plot-Twist auf einmal. Plötzlich lässt Six uns fallen. Wir landen irgendwo im weißer Geier wo. Die lässt uns irgendwo fallen. Und wir werden dann halt erwachsen. Und werden selber zu so einem Slenderman. Naja, vielleicht ist es auch einfach nur so dieser Gedanke, dass sie vielleicht als Kinder vielleicht zusammen gespielt haben oder was. Dass sie vielleicht als Kinder zusammen gespielt haben, so ein bisschen unbeschwert gewesen sind, so durch die Schule zusammengegangen sind. Vielleicht sogar zusammen im Krankenhaus gewesen sind, warum auch immer, weiß ich nicht. Vielleicht Abenteuer erlebt haben. Und dann kam eines Tages vielleicht der Fernseher, sag ich mal, hat Six versaut und hat ihn so ein bisschen links liegen lassen, also fallen lassen. Aber dann würde es die ganzen Augen nicht erklären zum Schluss. Und dann ist er vielleicht aufgrund dieser Enttäuschung vielleicht irgendwann vielleicht auch einfach nur erwachsen geworden. Und ist dann halt eben halt erwachsen geworden und selber zu so einem Slenderman geworden. Und hat so sein kindliches Ich vielleicht verloren. Im Wiki steht, dass der dünne Mann aus einem DLC des ersten Teils stammt. Okay. Der Chat ist not amused.
Es tut mir leid, Chat. Dünne, hatten wir aber nicht den dünnen Mann? Hatten wir das DLC nicht gespielt? Vom ersten Teil? Das DLC Secrets of the Maw. Aber ich meine, das hatte ich doch gespielt, oder nicht? Also ich meine, ich hatte es, das DLC zu Little Nightmare. Das hatte ich, glaube ich, gezockt. Müsste auch auf YouTube zu sehen sein, eigentlich. Secrets of the Maw. Müsste ich tatsächlich nochmal reingucken. Weil ich kann mich jetzt... Ich habe den ersten Teil sowieso nicht mehr so im Kopf. Aber nichtsdestotrotz. Also ich meine, von der Sache her. Ich meine, der erste Teil hat uns ja natürlich auch so ein bisschen verwirrt. Gar keine Frage. Der erste Teil war auch sehr verwirrend, aber auch trotzdem sehr, sehr geil. Und das Spiel war auch sehr, sehr geil. Muss ich sagen, von der Grafik war das top. Von den Rätseln war das, glaube ich, gleichwertig. Also ich muss sagen, der zweite Teil war erschreckend. Gleich gut wie der erste, wie ich finde. Gut, jetzt das Happy End war vielleicht nicht unbedingt so gegeben. Im ersten Teil gab es ja eher das Happy End, dass dann Six entkommen konnte von dieser Insel. Aber, ja. Trotzdem fand ich das Spiel sehr, sehr geil, muss ich sagen. War wirklich sehr wieder gut getimt. Manchmal natürlich so die ganzen Fails, die ganzen Tode, die ich gestorben bin. Ja gut, das ist dann halt fehlender Skill oder halt dann einfach, dass man nicht weiß, wo man hinrennen muss oder ja, na, manchmal ist es halt so, bleibt man irgendwo hängen. Ja, weiß man nicht. Aber trotzdem muss ich sagen, das Spiel war sehr geil. Muss ich sagen. Nun ja, ich werde mal gucken. Also zumindest was auf YouTube angeht, werde ich natürlich dann die Folgen nach und nach raushauen. Und ja, mal gucken. Es wird sicherlich auch noch das eine oder andere DLC zu dem Spiel geben. Kann ich mir zumindest sehr, sehr gut vorstellen. So ähnlich wie beim ersten Teil auch. Und ich muss tatsächlich mal gucken, ob ich beim ersten Teil, ob ich da nicht vielleicht das eine oder andere DLC vielleicht übersehen habe. Sonst müsste ich das tatsächlich mal zocken, um vielleicht dieses Bindeglied zwischen dem ersten und zweiten Teil vielleicht zu verstehen. Ich weiß, dass es im... vom ersten Teil ein DLC gab, wo ein Junge letztendlich den zentralen Punkt gespielt hat. Und es könnte sein, dass der das vielleicht gewesen ist. Da würde man vielleicht, glaube ich, eher verstehen, wie das alles vielleicht gewachsen ist. Da würde man das Ende vielleicht hier ein bisschen besser verstehen. Ja, schwer zu sagen. Aber trotzdem fand ich das Spiel gut. Ich fand das Spiel wirklich gut. Das war so dieser typische Little Nightmares-Faktor. Ja, diese Rätsel und dann halt diese kuriosen, komischen Figuren und ja, Quicktime-Events. Die Quicktime-Events sind manchmal ein bisschen nervig, aber die gehören halt dazu. Die hatte man auch beim ersten Teil schon. Wie gesagt, die Rätsel, die waren auch ausgewogen, nicht zu schwer, nicht zu leicht. Also es hat eigentlich alles gut zueinander gepasst, wie ich finde. Aber ich musste mir tatsächlich den ersten Teil nochmal angucken. Inklusive der DLCs, um mal vielleicht irgendwo eben mal dieses Bindeglied irgendwo herstellen zu können. Um eben sagen zu können, ja, okay, das ist aus dem Grund, ist der jetzt gewachsen. Vielleicht, man weiß es ja auch nicht. Es kann ja auch sein, dass das, dass die Antworten, die wir jetzt gerade suchen für das Finale, dass wir das vielleicht in irgendwelchen DLCs finden. Vielleicht, um das Ganze noch ein bisschen weiter abzurunden. Manchmal ist es ja so. Dass sie dann vielleicht noch so ein, zwei DLCs noch mit einplanen, um die ganze Geschichte noch so ein bisschen einzupacken. Aber wie ich schon sagte, auch im ersten Teil war das ja auch die Story ja auch nicht hundertprozentig klar. Ja, da hatten wir halt die Six und da war die halt auf so einem komischen Schiff mit tausenden verfressenen Leuten. Na? Und am Ende gab es da eine Hexe, die wir dann irgendwie kaputt gemacht haben mit ihren... Mit dem Spiegel war das, glaube ich. Genau, wir haben hier, glaube ich, immer den Spiegel vorgehalten und dann ist irgendwann die Hexe explodiert. Und dann haben wir irgendwie deren Kräfte übernommen und dann haben wir diese ganz verfressenen Heinis, haben wir auch alle zum Teufel geschickt. Da hat ja auch keiner gesagt, oh Mensch, ja, alles klar, das Ende macht Sinn. Ja? Und hier ist jetzt anscheinend Fernseher so ein bisschen der Faktor gewesen. Six hat uns wahrscheinlich für den Fernseher oder vielleicht für den Wechsel der Realitäten hat sie uns fallen lassen. Vielleicht ist sie ja quasi dem Fernsehwahn selber verfallen, weil sie ja selber ja irgendwann Teil davon war. Und hat uns deswegen fallen lassen. Aber wir waren ja letztendlich selber dieser hagere Mann. Weiß man nicht.
Schwer zu sagen. Nun gut, dann werde ich jetzt erstmal für YouTube erstmal ein kleines Päuschen machen, beziehungsweise erstmal hier an dieser Stelle das Let's Play beenden. Vielen Dank, dass ihr reingeschaut habt. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Ich werde das Let's Play wahrscheinlich hier und da ein bisschen geschnitten haben, wegen der ganzen Tode. Das muss man sich ja nicht 3 Stunden lang angucken. Und ja, vielen Dank, dass ihr reingeschaut habt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Let's Play wieder, vielleicht bei einem DLC von Little Nightmares 2, vielleicht sogar vom ersten Teil noch, wenn ich da den einen oder anderen DLC vielleicht vergessen haben sollte. Und vielen Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns irgendwann bei einem neuen Let's Play, wie ich schon sagte, vielleicht bei einem neuen DLC von Little Nightmares wieder. Macht es gut, bis dann. Tschüss.